Hi Leute, nach langer Zeit geht's wieder weiter mit Let's Play Tony Hawk Pro Skater HD. Erster Fehler am Anfang. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben das letzte Mal im Einkaufszentrum gefailt. Da gab's leider diesen Bug, ne? Und keine Ahnung, meine Xbox verträgt dieses Level nicht. Ich kann das Level ungefähr 10 Minuten spielen, dann stürzt es wieder ab. Deshalb habe ich schon privat einfach Venice Beach freigeschaltet. Ja, und da werden wir uns auch gleich widmen. Ich werde allerdings noch kurz ein Upgrade aufführen, nämlich im Landen. Ist sehr wichtig. Und was können wir noch? Tempo. Obwohl, nee, das ist viel zu teuer, ne? Olli vielleicht, ja. Rail Balance. Switch benutze ich eigentlich so gut wie nie. Drehen etwas eher. Olli muss man auf jeden Fall. Komm, machen wir Tempo voll, ist mir jetzt egal. Wofür braucht man so man sonst das Geld verpulvern, ne? Egal, widmen wir uns Venice Beach. So, was gibt's denn hier Schönes? Steht da echt Saufbruder? Saufbruder. Interessante Ziele in diesem Level. Um ehrlich zu sein, als ich klein war, habe ich, also dieses Level kommt ja von Tony Hawk's Pro Skater 2. Soweit habe ich das Spiel nie geschafft. Tja. Dementsprechend faile ich, weil ich dieses Level noch nie gesehen habe. Und das ist schon ein bisschen länger her, ne? Also aufnehmen. So, der Grund, warum ich nichts aufnehmen konnte. Also der erste Grund war halt diese Probleme mit dem Aufnehmen, ne? Aber das war halt noch nicht das einzige Problem. Also in den Ferien hatte ich halt noch so ein bisschen was zu tun, ne? Und ja, ich hatte halt weniger Zeit, mich da groß drum zu kümmern. Ich hoffe, das könnt ihr auch verstehen. Und naja, ihr müsst halt wissen, ich bin auch nur ein Mensch. So wie ihr. Ne? Wenn ich mal nichts hochladen kann, dann ist das völlig normal. Und ja. Deshalb sollte man ja auch bei Sebastianator ist genau dasselbe. Wenn er mal was nicht hochladet für längere Zeit, ja, dann braucht ihr auch gar nicht sauber oder so sein, weil er ist auch nur ein Mensch. Und, ne? Hat halt nicht immer Zeit zu. Hier vielleicht jeden Tag am Zocken. Nein, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was ihr macht. Oh, ich stelle mich immer wieder so dumm an. Warte mal. Ja, was ist das? Kotze sieht das. Ich könnte wetten, dass da gleich der Saufbruder liegt. Die geheime DVD sehe ich auch schon, aber ich starte jetzt erstmal noch. So, hier links geht's auch weiter. Ach cool, hier kann man gut Tricks machen. Liegt da ein Ball? LOL, ein Ball. Oh, du Noob, du bist so ein Noob. Ich hab gerade mal 75 Punkte, ey. So, komm, jetzt wird's geil. Jetzt wird's richtig cool. Zu dem Sturz sag ich mal jetzt nichts. Schreibt mir von mir aus ein böses Kommentar. Ui. Boah. Boah, das ist so. Boah. Wisst ihr, ich mache hier eine Eingabe, aber das ist immer so, wenn ich nämlich am Aufnehmen bin, dann kommen die ganzen Eingaben, die ich mache, erst ein paar Sekunden später. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist noch weniger gut. Hallo? 50.000 Punkte? Die wollen mich ja wohl veräppeln. Das schaffe ich doch nie im Leben. Das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich nie im Leben. Hallo? Das schaffe ich nie im Leben. Hallo? Ich bin voll ein Noob in diesem Game. Das schaffe ich doch nicht. Nee, nee. Ah.
Ich konnte niemals die 100% lösen. Selbst wenn ich da in 20 Jahren könnte ich das nicht schaffen. LOL! Ich bin aus der Stage geflogen. Toll. Ich habe die Punkte nicht bekommen. Alles super. Ich liebe übrigens die neuen Tony Hawk Teilen. Denn ab American Wasteland war das, glaube ich, so, dass dann immer, wenn man den Bereich verlassen hat, stand da Blödmann oder irgendwie keine Augen im Kopf oder irgendwas, stand da so irgendwelche, ja, solche Beleidigungen. Irgendwas in der Anstand, ne? So, ich krieg's mal wieder überhaupt nicht gebacken hier. Boah. Oh nein, 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 nein. Boah. Genau. Das ist sehr gut. Das war gar nicht schlecht. Boah, ich kann leider gar nichts erkennen eigentlich, weil. Boah, ich weiß nicht, ist alles verbergt. Oh Mann, ey, ich lande direkt hier. Ich glaube, diese kurzartigen Felder da, das ist die Punkte, wo die Saufbrüder sind, oder? Boah, aber Alter, 50.000 Punkte für den Highscore. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich werde mich erstmal den anderen Zielen widmen. Zum Beispiel diese Flaschen hier einsammeln. Komm doch drauf. Oh nein, Treppen mit dem Skateboard hochzugehen ist nicht gut. Lol. Cool, da vorne ist ein Auto. Sehr geil. Ja, mich freuen eigentlich auch die kleinen Dinge eines Spiels. Wäre irgendwie cool, wenn man hier durch die Stadt laufen könnte, ne? So, wie hieß die Stadt? Venice Beach, genau, das war es. Aua. Warum heißt es eigentlich Beach? Wo ist denn hier der Beach? Hier sind zwar ein paar Palmen, aber. Aua. Ich habe hier noch keinen Strand gesehen. Aua. Und was ich mich auch frage, wo ist der Saufbruder? Die muss ich irgendwie anollen. Au. Dass der da oben ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach, da ist der Strand. Und da kann ich auch nicht hin. Toll. Ach, da steht ja so eine Art lustige Satzkombination, ne? Ja, ich schaffe mal wieder gar nichts in diesem Part hier. Typisch Blind Let's Play, ne? Ich meine, ich kenne das Level gar nicht. Ich sehe das heute zum ersten Mal. So, jetzt kommen wieder mal die Geschichte mit den Lags und Bugs. Legt sich in den Stab. So Leute, jetzt zeige ich euch mal, dass ich ein Bro-Gamer bin. Wow. So viel dazu. Wow. Alter. Hat sich doch hier wohl nicht so blamieren, oder? Guck mal kurz auf die Zeit. 8 Minuten. Boah. Was bin ich denn für ein Failer? Das darf nicht wahr sein. Puh. Komm. Jetzt noch einmal konzentrieren. 50.000 Punkte, das muss drin sein. Zack. So, jetzt mache ich viele Clips hier verbunden mit sowas hier. Eine Gap. Aber man muss auch sagen, der Sack-Tab ist die einzige Gap, die ich kann. Mehr kann ich nicht. Mehr Spezialtricks kann ich nicht. Habe ich mir nie angeguckt. Ja. Ich bin einfach zu ein großer Noob für dieses Spiel.
Wobei man sagen muss, ich bin ja eigentlich das ganze Let's Play irgendwie schon ein bisschen gut durchgekommen, ne? So schlimm war es jetzt auch nicht, oder? Urteilt das doch mal. Sag mal in die Kommentare, wie findet ihr momentan mein Let's Play? Findet ihr, ja, machst du ganz gut, Junge? Oder sagt ihr, nee, du bist viel zu großer Noob hier drin. Das kannst du nie im Leben durchschaffen. Ich mag dich nicht. Nein, sowas meinte ich jetzt nicht. Oh yeah, meine Lieblingsmusik. Jetzt mache ich die 10.000 Punkte. Zu meiner Lieblingsmusik. Geiles Lied. Komm schon, Junge, du musst mehr Tricks machen. Ach du Kacke. Nee, ich schaff's nicht. Fuck! Oh yeah, den Highscore haben wir geschafft. Cheat. Schau wie ihr Skater. So Leute, ich denke in diesem Part haben wir uns eher ein bisschen mehr das Level angeguckt. Aber im nächsten Part, das verspreche ich, werden wir uns an den nächsten Aufgaben machen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich. Ciao.